Guten Tag zusammen. Heute geht es mal wieder um ein Unternehmen und nicht um ein Fahrzeug. Über die 152 werde ich wann anders berichten. Los geht's! Die Westfalenbahn GmbH, WFB, ist ein 2005 gegründetes deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Bielefeld, welches sich vollständig im Besitz der Berliner Abellio GmbH befindet. Das Unternehmen betreibt Schienenpersonennahverkehre in Niedersachsen und angrenzenden Gebieten von Nordrhein-Westfalen. Aufgrund anhaltender Verluste beantragte die Muttergesellschaft im Juni 2021 ein Schutzschirmverfahren nach dem deutschen Insolvenzrecht. Die damit beabsichtigte Sanierung in Eigenverwaltung wurde seit dem 1. Oktober 2021 im Hauptverfahren weitergeführt. Zunächst wurde für den Betrieb der Westfalenbahn mit den ÖPNV-Aufgabenträgern eine Fortführungsvereinbarung bis Ende März 2022 geschlossen. Im November 2021 wurde bekannt gegeben, dass die Westfalenbahn bis zum Ende der Vertragslaufzeit das Netz weiter betreibt und Abellio alleiniger Gesellschafter bleibt. Im März 2022 wurde das Schutzschirmverfahren über die Westfalenbahn GmbH aufgehoben. Am Unternehmen waren bei der Gründung 4 Gesellschaften zu je 25% beteiligt, wobei es sich, abgesehen von Abellio, bei allen Teilhabern um kommunale Eigenbetriebe handelt. Es waren erstens die Abellio GmbH in Berlin, zweitens die Mindener Kreisbahnen GmbH in Minden, drittens die Mobil GmbH Bielefeld und viertens die Verkehrsbetriebe Extertal GmbH in Extertal. Am 12. Juli 2017 wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen vollständig von Abellio übernommen wurde, da für die kommunalen Betriebe sonst eine Ausschreibungspflicht für ihre Stadtverkehre bestehen würde. Bei der Gründung der Westfalenbahn 2005 war Abellio noch Tochter der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MbH, EVV. Die Westfalenbahn damit ein rein kommunales Unternehmen, das aber im gleichen Jahr teilweise verkauft wurde. Aktueller Betrieb. 1. Emsland Express. Zuglauf Emden, Leer, Papenburg, Lingen, Rheine, Münster. Das ist die Kursbuchstrecke 395. Vertragslaufzeit Dezember 2015 bis Dezember 2030. Eingesetzt werden dort 15 Stadler Flirts. 2. Mittelland. Ebenfalls übernahm die Westfalenbahn für 15 Jahre im Dezember 2015 die Regionalexpresszüge von Braunschweig über Hannover nach Rheine und Bielefeld, die zuvor von der DB Regio betrieben wurden. Eingesetzt werden 13 sechsteilige Doppelstocktriebzüge, die von der Stadler Pankow GmbH gefertigt wurden. Die Zugläufe sind im Einzelnen beim Ems-Leine-Express Braunschweig-Peine, Lehrte, Hannover, Minden, Löhne, Osnabrück, Rheine und beim Weserleine-Express Braunschweig, Peine, Lehrte, Hannover, Minden, Löhne, Herford, Bielefeld. Ehemaliger Betrieb. Die folgenden Linien sind von Dezember 2007 bis Dezember 2017 von der Westfalenbahn gefahren worden. Die Wiehengebirgsbahn, Kursbuchstrecke 375, 368 und 370, von Bielefeld über Osnabrück und Rheine nach Bad Bentheim. Die Emsbahn, Kursbuchstrecke 410, von Rheine nach Münster. Die Teutobahn, Kursbuchstrecke 385, von Osnabrück nach Münster. Und die Ostwestfalenbahn, Kursbuchstrecke 405, von Herford über Detmold und Altenbeken nach Paderborn. Diese 4 Linien wurden von der Eurobahn übernommen. Betriebshöfe. Das Bahnbetriebswerk der Westfalenbahn befindet sich in Rheine auf dem Gelände der Firma Windhoff. Die Halle wurde von Windhoff gebaut und für 10 Jahre an die Westfalenbahn vermietet. Dort werden die 15 Stadler Flirt für die Emsland-Linie RE15 gewartet. Für die Verkehre der Mittellandlinien von Braunschweig nach Rheine RE60 und Bielefeld RE70 errichtete der Westfalenbahn-Gesellschafter Mindener Kreisbahnen eine Wartungshalle in Minden. Die nicht mehr benötigte Stückguthalle wurde verlängert und ausgebaut, sodass eine 173 Meter lange Halle mit 2 Gleisen entstand. Diese als Bahnbetriebswerk Minden 2 benannte Halle wird von den Mindener Kreisbahnen betrieben und an die Westfalenbahn vermietet. Sie kostete rund 10 Millionen Euro.
Seit Ende 2015 erfolgt hier die Wartung der 13 sechsteiligen Doppelstocktriebwagen der Bauart KISS des Herstellers Stadler Pankow GmbH. Abgestellt werden die Fahrzeuge zudem auch in Bielefeld, Braunschweig, Emden, Hannover, Meppen, Minden in Westfalen, Münster in Westfalen und Rheine. Zwischenfälle. Am 16. Mai 2015 ereignete sich in Ibbenbüren-Laggenbeck das schlimmste Unglück in der Geschichte der Westfalenbahn. Ein Traktor hatte seinen Gülleanhänger auf einem Bahnübergang verloren. Die sich nähernde Westfalenbahn konnte nicht ausreichend zeitig bremsen und rammte den Anhänger. Bei dem Unglück kamen zwei Menschen ums Leben, der Triebfahrzeugführer und eine 18-jährige Reisende. Am 21. Januar 2022 kollidierte ein Zug der Westfalenbahn mit einem Bagger in Föhrum. Der Zug blieb fahrfähig, die Strecke war für mehrere Stunden nicht befahrbar. Jetzt noch ein paar Informationen im Überblick. Unternehmenssitz Bielefeld. Webpräsenz www.westfalenbahn.de. Eigentümer Abellio GmbH. Mitarbeiter ca. 300. Triebzüge 15 Stadler Flirt 3, 13 Stadler KISS 3. Fahrgäste 20 Millionen pro Jahr. Fahrleistung 5,4 Millionen Kilometer pro Jahr. Länge des Liniennetzes 600 Kilometer. Betriebshöfe 2. Bahnimation-Quatsch. Im Sommer 2021 kaufte sich die Westfalenbahn eine Güterzuglok der Baureihe 152 von DB Cargo, um von nun an auch im Frachtverkehr präsent zu sein. Da die Umsätze der neuen Tochter Westfalen-Transfer mittelmäßig bis hoch waren, wurden noch zwei weitere Loks dieser Reihe beschafft. Wenn dir das Video ein kleines bisschen gefallen hat, dann schreibe mir doch einen kleinen Kommentar. Wenn du noch mehr solcher Videos sehen möchtest, drücke am besten auf Abonnieren und hau auf die Glocke. Wenn du dich schon seit Monaten auf mein neues Video gefreut hast und auch das nächste schon kaum noch erwarten kannst und du trotz Energiekrise und steigender Nahrungsmittel- und Benzinpreise immer noch viel zu viel Geld im Portemonnaie hast, dann wirf mir doch per PayPal 1 Euro in die Fresse. Vielen Dank und aua! Sei gesegnet und ciao!